Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Albion. Ich war in der Pause fleißig, die Pause war auch wieder ein paar Tage länger. Also kann eventuell das ein oder andere vergessen worden sein, aber das wird schon noch. So, jetzt hätte ich gerne die Übersichtskarte. So, ich habe die Karte von der Stadt aufgedeckt und das ist ohne Kompass nicht ganz so einfach, wenn man nie weiß, in welche Richtung man schaut. Kompass steht ganz oben auf der Einkaufsliste. So, ich habe einen Waffenschmied gefunden. Haus des Südwind-Clans waren wir ja schon. Oder? Nee, das war doch der Jäger-Clan, ne? Nee, das war der Südwind-Clan. Moment mal. Orientierung. Genau, das Ratsgebäude sollen wir noch hin. Dann war der Südwind-Clan, ist glaube ich der Jäger-Clan. Dort waren wir gestartet. Dann hätten wir noch diese Former. Das sind ja quasi die Baumeister der Stadt. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann haben wir noch die Magier- und Heiler-Gilde, einen Lebensmittelladen und den Gemischtwarenladen. Genau, in den Gemischtwarenladen waren wir ja. Und dort steht ja diese Kiste mit den Sachen für Menschen. Und dort können wir einen Kompass kaufen, aber dafür brauchen wir Geld. Und wieso ist eigentlich vor dieser offenen Tür kein Punkt erschienen? Sieht aber vom Symbol her aus wie ein Gasthaus. Ah, und Kampftrainer gibt es auch noch. Okay, schwere Entscheidung, aber ich wollte sowieso mit euch zusammen nochmal durch die Stadt stiefeln. Denn ich kann mich vage daran erinnern, dass es irgendwo hier auch Leute zum Reden draußen in der Stadt gab. Und ich glaube unter anderem auch irgend so einen speziellen Händler. Du siehst aus wie eine Wache. Du siehst nicht aus wie eine Wache. Siehst aber eher aus wie ein Kind. Der junge Iskai ist den Anblick von Menschen wohl nicht gewöhnt. Er fängt hemmungslos an zu kichern und bekommt kein Wort heraus. Na gut. Du warst dann auch nicht derjenige, den ich gesucht habe. Es gibt immer so kleine Erinnerungsfetzen, die plötzlich dann hochkommen, wenn man ein Spiel spielt. Und wo man sich dann fragt, warum? Warum kann ich mich genau daran erinnern? Ich weiß es nicht. Sarima, vergesst nicht bei Sibanar Janis vorzusprechen. Ja, das werden wir auch noch tun, aber das würde ich mal gerne diese Person finden, von der ich glaube, dass sie existiert. Vrik. Sarima, welche fremden Gesichter in der Stadt. Kaum ist man eine Weile auf Reisen, sind interessante Leute in der Stadt. Ich hoffe, eure Reise war erfolgreich. Oh, ich bin froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ich war zu Beginn der Reise in der Nähe des verwunschenen Ortes unterwegs, wo der alte Agrim sein Unwesen trieb. Sehr seltsame Raubtiere gibt es dort. Ah, ich erinnere mich, das war doch dieser durchgeknallte Baumeister, glaube ich, der außerhalb der Stadt irgendwie seinen Palast gebaut hat oder so. So, dann was ist dein Beruf? Ich bin freier Jäger und Abenteurer und mache, was mir gerade in den Sinn kommt. So, was weißt du über Agrim? Agrim war vor fast 150 Jahren das Oberhaupt des Chifat und sein Leben ist in den Legendenschatz unseres Volkes eingegangen. Damals war das Gildenhaus der Chifat außerhalb der Stadt zu finden und ein prächtiges Gebäude. Nun, Agrim war ein großes Talent auf seinem Gebiet, aber von wankelmütigem Charakter. Dies war der Grund für die Ablehnung seines größten Zieles, ein Auserwählter zu werden. Als er von der Abweisung erfuhr, verlor er völlig die Kontrolle über sich. Er schwor trotzdem, die Unsterblichkeit erlangen zu wollen. In einem wahnwitzigen Ausbruch seiner Macht zerstörte er das ganze Gebäude und verwandelte es in einen seltsamen Ort, der heute von allen gemieden wird. Man sagt, er hätte seinen Geist diesem Ort aufgeprägt. Okay, das klingt so, als müssten wir da mal nach dem Rechten schauen. Oder zuerst brauchen wir mal Ausrüstung. Wer waren nochmal die Chifat? Die Chifat oder Former sind eine der ältesten Gilden Irinas. Sie sehen sich in erster Linie als Baumeister und können mit Hilfe ihrer Magie Pflanzen verändern und dauerhaft in eine gewünschte Form bringen. Das Gildenhaus der Chifat hat seinen Platz im nordwestlichen Viertel Irinas. Es ist immer weiter vergrößert worden, seit vor langer Zeit die Sache mit Agrim passiert ist. Ja, das Gebäude habe ich schon entdeckt. Da können wir hin. So, dann erzähl uns mal was über Raubtiere. Ja, die meisten davon recht aggressiv. Am schlimmsten war eine Kreatur, von der man nur das Maul im Boden sah, mit ein paar leuchtenden Fangarmen daran. Unersättlich, sage ich euch.
Zum Glück habe ich eine Fruchtsorte entdeckt, die diese Reismörder in eine Lähmung versetzt. Das sollten wir wahrscheinlich im Hinterkopf behalten, wenn wir die Stadt verlassen. Welche Fruchtsorte denn? Sie sind eigentlich ungenießbar, aber in einer Begegnung mit den Reismäulern sehr nützlich. Für einen anständigen Preis trete ich euch gerne welche ab. Wir kommen später nochmal auf dich zurück. Weil momentan würde ich zuerst mal gern Geld für andere Dinge, also... wir kommen später wieder. Ihr meint, ich muss zugeben, dass es diese Tiere nicht allzu häufig gibt. Jetzt hast du mich ein bisschen beruhigt. So, Irina... Kennen wir den Text schon? Irina ist die größte Stadt unseres Volkes. Sie kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Hafen macht sie zum Handelszentrum Nakiridanis. Nakiridani war ja, glaube ich, die Welt. Geschichte. Ratsgebäude findet ihr sie bei Gies Vril, der als großer Geschichtsgelehrter gilt. Er kann euch sicher mehr über die vergangenen Zeiten berichten als ich. Okay, und ich glaube, die anderen Themen hatten wir schon mal. Ja, ist der Name des Landes. Auserwählter. Ja, mit diesem Sibai-Ritual, das kennen wir auch schon. Ja, Sibai Styrik. Styrik, achso, das sind die Wächter hier, das kennen wir auch schon. Ja, man muss sich echt merken, welche Themen man schon mal hatte. Das wieder das Kind. Keine Ahnung, der Herr wird uns vielleicht noch irgendwann über den Weg laufen, an den vielleicht existiert der Herr auch nicht, an den ich mich glaube zu erinnern. Das kann natürlich auch sein, du erinnerst uns nur wieder an... Ja. Wir sollen tun, was das Spiel möchte, aber ich will gerade nicht tun, was das Spiel möchte. Da muss das Spiel jetzt Verständnis für haben. Übersichtskarte. Denn ich würde gerne da unten nochmal zu dieser offenen Tür gehen und rausfinden, warum das nicht angezeigt wird. So, Orientierung. Moment, da ist eine Tür, stimmt diese Richtung grundsätzlich mal. Ohne Kompass ist es echt eine Qual. Ja, die Richtung an sich stimmt. Deswegen habe ich die Karte ohne euch aufgedeckt, weil es ist so schwierig. Ja, das war wieder die falsche Richtung. Gut. Dann gehen wir dann doch zuerst mal zu dem Ratsgebäude und fragen da mal nach dem Rechten, denn dort können wir uns hin teleportieren. Suchen tue ich dann in der Pause. Wir brauchen einen Kompass. Lass mal schön Tom vorlaufen. Und wir quatschen hier mal an. Zarima, Besucher des Rates. Gut. Können wir hier rein? Da sieht es nach Loot aus. Manipulieren, das klingt... Nach Öffnen, okay. Nicht nach Einbrechen. Was haben wir hier? Ein Iskai-Ringbuch. Können wir das lesen, wenn wir das eingepackt haben? Lesen können wir. Dieser Text ist nicht interessant. Na gut, dann kann es quasi hier bleiben. Im Handbuch stand auch, dass man Questgegenstände oder Gegenstände, die man später nochmal braucht, nicht wegwerfen kann. Von daher brauchen wir das Buch wohl nicht mehr. Großer Schrank. Da können wir reinlinsen. Ich hoffe mal, dass hier keiner was dagegen hat, wenn wir das Gold mitnehmen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es in dem Spiel eine Rolle spielt. So, da können wir mal unsere Dietrich-Kenntnisse anwenden. Wie geht denn das? Eine? Zack. So, nochmal ein Iskai-Schild und noch ein Iskai-Stilett. Kann man das stapeln? Nee, kann man nicht. Aber das gebe ich mal dir, aber ich glaube, am Anfang bekommt man, glaube ich, nur einen Iskai dazu. Ich habe da so vage Erinnerungen, aber das muss nicht stimmen. Das sind wahrscheinlich öffentliche Toiletten quasi. Also Nase zuhalten. Wer bist denn du? Zarima, entschuldigt mich. Die Sebainah hat mir etwas aufgetragen, was keinen Aufschub duldet. Na gut, dann wollen wir dir nicht im Wege stehen.
Was haben wir hier? Dem Schild steht Arbeitsraum der Siebeinahe Janis, Oberhaupt Jirinas. Na gut, das ist das wahrscheinlich, wo wir vorsprechen sollen. Das wird wahrscheinlich sie sein. Janis, genau. Zarinaa, fremde Besucher. Ich freue mich, dass ihr euch von euren Wunden erholt habt. Mein Name ist Janis. Ich bin die Siebeinahe von Nakiridani und Vorsitzende des Rates. Während meiner Amtszeit bin ich damit für das Wohlergehen unseres Volkes verantwortlich. Obwohl euer Fahrzeug euch fast getötet hat, sind die Schilderungen der Jäger über euer Erscheinen sehr beeindruckend gewesen. Mir war nicht bekannt, dass es solch mächtige Magie gibt. Das war keine Magie, das war eher Technik. Aber ja. Deshalb habt ihr sicher Verständnis dafür, wenn ich so schnell wie möglich das Gespräch mit euch suche, um mehr über euer Volk und seine Absichten zu erfahren. Tom wechselt einen Blick mit Rainer Hofstedt und beginnt zu sprechen. Ich sehe keinen Grund, euch nicht offen den Grund unseres Hierseins darzulegen, Siebeinahe Janis. Zuerst müsst ihr wissen, dass mein Volk eine technische Entwicklungsstufe erreicht hat, die es ihm erlaubt, zwischen den Planeten zu reisen. Tom berichtet über alle Ereignisse, oftmals durch Fragen Janis unterbrochen. Schließlich endet Tom mit der Bruchlandung des Shuttles auf Nakiridani. Eine erstaunliche Geschichte, Tom Triskell. Die Macht der Maschinen eures Volkes ist ehrfurchtgebietend, obwohl sie offenbar nicht frei von Fehlern sind. Zumindest erklärt dies die Anwesenheit von euch Menschen hier. Ich hätte sonst nie für möglich gehalten, dass ihr von einer anderen Welt stammt. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass wir so schnell wie möglich zu unserem Schiff zurückkehren wollen, auch um unsere Erfahrungen hier weiter zu vermitteln. Wir wissen nicht, wo auf dieser Welt die Toronto niedergegangen ist, aber ich schätze, die Nachricht wird sich herumsprechen, wenn eine so riesige Maschine landet. Okay, also unser Schiff ist dann wohl wirklich gelandet, okay. Ich bin gerne bereit, euch den Weitertransport zur nächsten Insel zu ermöglichen. Vielleicht hat man dort etwas von eurem Weltenschiff gehört. Natürlich bin auch ich daran interessiert, dass ihr euer Ziel erreicht, um zu unterstreichen, dass dies beileibe keine leblose Welt ist. Seid unbesorgt. Schließlich sind die Menschen an Bord unseres Schiffes nicht blind. Aber die Menschen sind einfach Menschen. Okay. Außer liegt mit mir offen gesagt an guten Beziehungen zu einer anscheinend so mächtigen Kultur wie der euren. Lasst mich euch also einen Vorschlag machen, Tom und Rainer. In 2 Tagen gibt es hier im Palast eine Feier in kleinem Rahmen. Der Anlass ist die Volljährigkeit eines Ururenkels von mir, der damit in die Gesellschaft der Erwachsenen eingeführt wird. Am Tage nach der Feier wird alles für eure Abreise bereit sein. Was meint ihr dazu? Wir sind überrascht von eurer Großzügigkeit, Siebeinahe. Janis, selbstverständlich nehmen wir euer Angebot dankend an. Bestens. Nutzt doch diese 2 Tage, um die Stadt und unser Volk näher kennenzulernen. Ich würde euch allerdings nicht empfehlen, die Stadt ohne Begleitung zu verlassen. Die Wälder können sehr gefährlich sein. Möchtet ihr vielleicht sonst noch über etwas mit mir sprechen? Ja, ich denke schon. Wohin sollen wir gehen, um eure Kultur kennenzulernen? Nun, ihr solltet zum Beispiel unbedingt mit den Oberhäuptern 2 unserer mächtigsten Gilden sprechen. Akir, von der Gilde der Chifat, die man auch die Former nennt. Das Gildenhaus liegt im nordwestlichen Viertel der Stadt. Und mit Fazir, der die Magiergilde der Chikas leitet. Ihr findet ihn im Chikas-Gildenhaus im Südwesten der Stadt. Aber auch durch Gespräche mit anderen Leuten werdet ihr unser Volk kennenlernen. Okay, die beiden Orte wollen wir sowieso besuchen. Was kannst du uns bei dem Rat erzählen? Der Rat von Jirinas ist die Regierung ganz Nakiridanis. Im Rat sitzen die Sebai der Clans und wählen alle 5 Jahre den oder die Sebainahe das Oberhaupt des Rates. Ich regiere unser Volk in dieser Zeit, bin jedoch bei Entscheidungen von großer Tragweite auf die Zustimmung des Rates angewiesen. Der Rat bildet die sogenannten Ratskreise. Das sind Gruppen von Leuten, die von mindestens einem Ratsmitglied geleitet werden, um sich um bestimmte Aufgaben zu kümmern. Zum Beispiel die Sebai-Auswahl, Streitigkeiten oder Familienangelegenheiten wie Ehetrennungen. Ich glaube, den Rest hatten wir alles schon. Okay, dann ziehen wir jetzt erstmal weiter. Ich wünsche euch eine glückliche Zeit in unserer Stadt. Dankeschön. Jetzt hat man uns so einen Stress gemacht, dass wir hier auf jeden Fall auftauchen sollen, aber
Ja gut, das Fest in 2 Tagen. Bin gespannt, was dann passiert. Zarina, der ist in Eile. Gibt's hier noch irgendwas für uns zu looten? Oder zu gucken? Das scheint ein größerer Esssaal zu sein. Oder auch der Partyraum. Genau, das weiß man nicht. Wer bist denn du? Zarima, achtet auf die prächtigen Pflanzen im Versammlungsraum. Sie unterliegen meiner Pflege. Also hast du einen grünen Daumen. Das freut mich für dich. Da sind wieder die Toiletten. Bist du in Eile oder können wir mit dir quatschen? Ah, Vris. Zarima und willkommen im Ratsgebäude. Ich kümmere mich um das Wohlergehen des Ratsgebäudes und seiner Bewohner. Ich sorge beispielsweise für ausreichende Vorräte von allem und achte auf den guten Zustand des Gebäudes. Okay, das war sein Beruf. Ja gut. Das irritiert mich jetzt. Wir haben die riesige Gesprächsoption. Ah, ist er nicht der Geschichtserzähler gewesen, von dem man uns erzählt hat? Wir fragen mal Geschichte. Ah nee, das war der andere. Im Ratsgebäude findet ihr Sebagis Vril, der als großer Geschichtsgelehrter gilt. Er kann euch sicher mehr über die vergangenen Zeiten berichten als ich. Ja, das hat er draußen auch gesagt. Also Vril heißt der Geschichtserzähler. Aber wieso kann man mit ihm ein großes Gespräch führen, wenn er im Grunde nicht wirklich viel zu sagen hat? Das irritiert ein bisschen. Aber wir suchen Vril im Ratsgebäude und wir sind im Ratsgebäude. So habe ich noch irgendwas nicht gesehen. Da drin waren wir. Ah, da waren wir noch nicht. So, manipulieren wir die Tür. Oh, Kisten, wir kommen. So, da kann man nur anschauen. Auch nur anschauen. Da sind noch 2. Auch nur anschauen. Schade, nichts zu looten. So, ist einer von euch Vril? Du schon mal nicht? Du bist Kribo. Zarima. Ich bin ein Sebali des Clans des Rotholzes und Ratsmitglied. Vom Rotholz haben wir noch gar nichts gehört. Was weißt du über den Clan? Der Clan ist vorwiegend mit dem Handel beschäftigt. Wir handeln mit Waren innerhalb Nakiridanis, aber auch mit entfernten Städten wie Beloveno. Okay, was kannst du uns über Beloveno sagen? Das ist eine Hafenstadt weit im Osten von hier. Also wenn es hier einen Hafen gibt, werden wir da wahrscheinlich mit dem Schiff hinschippern müssen. Weil ich nicht weiß, ob das im Spiel überhaupt ging mit dem Schifffahren. Die Welt? Ja, dann sagt man immer dasselbe. Für seine Urwälder und so weiter. Okay, dann haben wir mit ihm das Gespräch erschöpft, aber mit dem Roten, da haben wir noch nicht gesprochen. Auch jemand anderes. Zarima, Besucher, ich bin Schreiberin hier in den Ratskreisen. Kann ich euch helfen? Schöne Kleidung, die ihr da tragt. Direkt mal Komplimente machen. Es verwundert mich, dass ihr als Mensch einen Blick dafür habt. Oh, Verzeihung, das ist mir noch nicht so herausgerutscht. Ich freue mich über eure Bemerkungen. Wisst ihr, früher bin ich meistens nackt unterwegs gewesen, aber seit kurzem steht mir der Sinn nach etwas Provokation. Deshalb trage ich nun Kleidung. Ja, andere Welt, andere Sitten. Also wenn ihr weniger provokant sein wollt, geht nackt auf die Straße. Mhm. Was genau ist die Aufgabe einer Schreiberin? Hier in den Ratskreisen werden täglich viele große und kleine Entscheidungen getroffen. All das muss schriftlich festgehalten werden und genau das tue ich. Es ist keine besonders aufregende Arbeit, aber sie steht in hohem Ansehen. Können wir mit dir noch... Lass uns mal über nackt sprechen.
Oh, Kleidung hat bei uns eine eher schmückende Bedeutung. Es gilt als provokant, mit viel Kleidung aufzutreten, denn was könnte die Neugier mehr erregen als das Verhüllen von Körperteilen? Ja, da ist schon was dran, da ist schon was dran, da ist schon was dran, ja. Na gut, lassen wir das Thema. Lebo. Wir suchen immer noch den Geschichtstyp. Na. Können wir hier noch irgendwas looten? Nein. So, nebenan habe ich noch jemanden gesehen. Bleibt ihr mal bitte da, wo ihr wart. Moment, da ist noch ein roter. Der hat aber nichts zu berichten. Ich finde das sehr schön und lebendig, wenn so NPCs sich in Spielen bewegen und so. Aber da verliert man ganz schnell den Überblick, mit wem man schon gesprochen hat. Nisri, Sarima, kann ich euch helfen? Sarima, mein Name ist Nisri, Ratsmitglied und Trinat. Ich bin verantwortlich für die Pflege und Auslegung des Gesetzes. Also eine Art Jurist wahrscheinlich. Erzähl uns mal was über Trinat. Trinat werden Personen genannt, die bei der Berührung mit dem Tri eines anderen nicht nur dessen Gefühle spüren können, sondern auch ganze Gedanken. Mal stellen sich diese besonderen Begabten dem Ratskreis der Gesetze zur Verfügung. Sie überprüfen zum Beispiel bei wichtigen Vereinbarungen die Redlichkeit der Vertragspartner. Also kurz Lügendetektor. Sehr schön. Und was kannst du uns über die Gesetze erzählen? Die Gesetze werden vom Rat erlassen und von den Styrik durchgesetzt, falls dagegen verstoßen wird. Nun ist es aber so, dass bei uns die gesamte Familie eines Verbrechers für seine Vergehen haftet, um so vor Verstößen abzuschrecken. Werden die Styrik des Verbrechers nicht sofort habhaft, ist es Aufgabe der Familie, ihr abtrünniges Mitglied zu finden oder das Verbrechen sonst wie aufzuklären. Dabei werden sie allerdings von mindestens einem Styrik unterstützt und kontrolliert. Ja, die liebe Familie kann einen richtig reinreiten. So, aber über Rat und Styrik hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. So, dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas zu looten gibt. Und wer bist denn du? Jemand, der in Eile ist. Kann man auch nicht looten. Kann man auch nicht looten. So, irgendwo muss es hier noch einen Geschichtserzähler geben. Halt, bleib mal stehen. Wir haben schon mit einigen roten Iskai gesprochen. Aber bist du einer von den roten, mit denen wir schon gesprochen haben? Genau, das weiß man nicht. Nee, Srilan. Sarima, kann ich euch helfen? Neben meiner Arbeit als Schreiber verfüge ich über passable Talente als Trinat. Also Anwalt und Schreiber in einem. Ja, Schreiber und Trinat hatten wir schon. Okay, dann schauen wir mal, was auf dem Schild hier steht. Arbeitszimmer von Sebai Gisvril. Das ist der, den wir suchen. Ja, der Geschichte. Hallo? Toll. Ist natürlich nicht zu Hause, dann werden wir jetzt erstmal seine Sachen looten, falls das Spiel uns lässt. Nee. Kann man nichts looten? So, wo ist denn jetzt der Besitzer von dem Raum? Alle werden müde. Ja, das mag sein. Aber wir haben noch Dinge zu tun. Bist du der Vril? Zarima, falls ihr wie viele Fremde mit Sebai Gisvril sprechen wollt, findet ihr sein Arbeitszimmer am Ostflügel des Gebäudes. Er ist allerdings oft auf Reisen. Na super. Zarima, ich gehöre dem Ratskreis für Flusswirtschaft an. Ich glaube nicht, dass sie etwas zu besprechen haben. Du bist auch ein sehr höflicher Iskai. So, ja, das war jetzt das Ostende, also ist das Büro wirklich relativ im Osten. Aber ist der Typ jetzt wirklich auf Reisen oder ist er einfach nur zur Toilette? Nadri hatten wir. Hm.
Können wir in seinem... Nee, hier können wir nicht rasten. Ja, alle werden müde. Ja. Ich glaube, vor der Tür können wir schlafen. Glaube ich mal, oder? Oh, ist dunkel. Nee, da können wir nur warten. Wo kommt man? Also wir konnten auf jeden Fall unten im Dungeon konnten wir schlafen. Ich gehe mal davon aus, dass man hier in diesem Gasthaus dann auch schlafen kann. Wir versuchen da mal noch hinzufinden. Also geradeaus über den Fluss drüber und dann links halten. Das sollte machbar sein. Auch im Dunkeln. So, wir sind über den Fluss rüber. Und noch ein Stückchen und dann links. Das müsste dann hier sein. Auf dem Schild kann man lesen. Silfries Haus der Winde, öffentliches Haus. Öffentliches Haus. Wegmarkierung gesetzt, okay. Das sieht nach Kneipe aus. Können wir hier schlafen? Ist ja irgendwie so ein Empfangstresen oder so, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn die Leute zu müde werden. Das weiß ich nicht mehr. Ah, das könnte auch so eine Art Theke sein. Sarima, willkommen im Haus der Winde. Was kann ich für euch tun? Ah, wir brauchen eine Übernachtungsmöglichkeit. 2,4 Goldstücke. Okay. Tom und die Gefährten werden in ihr Zimmer geführt und verbringen eine erholsame Ruhepause. Die Gefährten ruhen bis zum Morgengrauen. Na gut, wir brauchen jetzt auch eine Ruhepause. Bis gleich.